Ja, Bongia, Alemannia, ich melde mich heute nochmal aus dem Toco Village unserer Anlage. Es ist der vorletzte Tag hier, bevor wir dann morgen nach Rio aufbrechen. Heute eurer Zeit, wenn ihr dieses Video seht. Und ich habe nochmal einen prominenten Gesprächspartner hier ans Mikro bekommen. Und zwar ist das Jens Nowotny, ehemaliger Nationalspieler, langjähriger Kapitän von Bayer Leverkusen. Vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast für uns. Gerne. Ja, Jens, ich wollte erst mal ganz persönlich fragen. 2006 warst du bei der WM in Deutschland dabei und ja, langjähriger Kapitän von Leverkusen. Wie ist die Zeit danach für dich gelaufen? Was hast du so gemacht? Ja, ich hatte nach der WM noch ein Engagement in Dynamo Zagreb. War dann leider nur noch ein halbes Jahr, hatte mich dann wieder verletzt, musste dann aufhören. Und danach haben wir eine Spielerberatungsagentur gegründet, die jetzt auch schon ein paar Jährchen am Markt ist, wenn man das so nennen möchte. Und ansonsten habe ich die Zeit kurz danach wirklich genossen mit der Familie, ja, Sachen zu unternehmen und auch da einfach da zu sein, um die Kinder mal aufwachsen zu sehen. Und jetzt bist du hier als Experte fürs chinesische Fernsehen tätig. Wie sieht die Arbeit aus? Was macht ihr so? Ja, im Prinzip ist es relativ einfach. Man muss sich einen Gesamteindruck verschaffen. Man ist im Prinzip wie alle Journalisten auch im Medienzentrum ab und zu, guckt die Spiele an, Abschlusstraining, dann hat man Kontakt zu den Spielern oder auch zu Funktionären, um dann ja, die Expertenmeinung weiterzugeben. Ist eigentlich ein relativ stressfreier Job, aber nichtsdestotrotz, wenn jemand meint, man ist Experte, dann tut man seine Meinung kund. Okay, du als Experte, jetzt warst du Dienstag auch in Belo Horizonte im Stadion. Was ist da passiert in deinen Augen? Ja, ich glaube, nach dem 2 zu 0, spätestens 3 zu 0, hat man wirklich gemerkt, was für ein Druck auf der brasilianischen Mannschaft gelastet hat. Und dem ist er eigentlich nicht standhalten können. Insofern denke ich, dass das der Hauptgrund war, warum das diese Mannschaft so auseinandergebrochen ist. Natürlich hatten sie jetzt mit Neymar und Silva zwei sehr gute Spieler, die ausgefallen sind, wobei ich den Ausfall von Silva hinten drin fast noch schwerer sehe als den von Neymar. Aber da hat man halt gesehen, dass der Druck enorm war. Und ja, wie gesagt, dann kann sowas ruhig mal passieren. Ja, unsere Mannschaft hat das dann eiskalt ausgenutzt in dieser halben Stunde, war der absolute Hammer. Jetzt Argentinien hat sich als Gegner fürs Finale rauskristallisiert, Elfmeterschießen gegen Holland. Es war ein taktisch geprägtes Spiel. Jetzt denkt man, in Deutschland habe ich viel gehört, dass die Deutschen als klare Favoriten dieses WM-Finale gehen. Siehst du das auch so? Ja, wenn man die Auftritte der Argentinier sieht und unsere und die dann vergleicht, dann muss man schon sagen, dass wir Favorit sind. Wir haben eine ausgeglichenere Mannschaft auf sehr, sehr hohem Niveau und es fokussiert sich nicht so wie bei Argentinien halt auf einen Spieler, zumal jetzt auch noch die Maria schon im Viertelfinale ausgefallen ist. Agüero weiß man nie so genau, wie lange das er durchhält. Also das sind alles so Fragezeichen hinter Argentinien und bei uns muss ich sagen, hat man keine Fragezeichen, außer vielleicht das, wer schießt die nächsten Tore. Das, ja, das ist ein schönes Fragezeichen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also du bist auch optimistisch, entnehme ich dir mal. Ja, ganz klar. Also jetzt noch mehr als vor dem Turnier. Vor dem Turnier habe ich zwar auch gesagt, wir werden Weltmeister, aber die Mannschaft, wie sie sich präsentiert hat bisher, das ist schon, also haben wir schon eine Duftmarke gesetzt. Okay, eine Duftmarke, die hoffentlich dann auch ein erfolgreiches Finale verspricht. Wir fliegen dann am morgigen Freitag, am heutigen Freitag für euch, los nach Rio und ja, erleben dann hoffentlich am Sonntag den vierten Weltmeistertitel. Es wäre wunderbar, ein So toller ist Abschluss. geplant. Ja, alles klar. Also geplant ist es. Ich hoffe, dass es dann auch vollzogen wird. Ich melde mich dann morgen, vermutlich aus Rio, wieder für euch und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.